Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es schon und ihr habt es im Titel gelesen. Ich habe gerade ganz überraschend Post bekommen. Und zwar wirklich, wirklich viel. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und meine Mutter rief mich gerade, Maggie, es gibt Geschenke. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Also drei große Pakete. Ich habe beim Mami-Kreisel bestellt und das wird wohl das Endresultat sein. Also das, ja, kam ziemlich überraschend und ziemlich fix. Und ja, ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Wir schlacken nicht lange, sondern ich will endlich wissen, was hier drin ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten hier oben an. Das kleinste. Und arbeiten wir jetzt aus der Größe nach unten, würde ich sagen. Ich habe hier meine Schere. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus hier. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo was drin ist. Ich weiß nicht, was hier auf uns zukommt. Vielleicht kommt auch gleich irgendwie ein Hase entgegengesprungen. Und dann zack, zack. Hier war ich schon fast, es war schon fast klar von der Größe her, dass es hier drin ist. Tada. Und zwar einmal eine selbstgenähte Jacke. Wo ich dachte, dass die eine Kapuze hat, aber anscheinend nicht. So sieht die aus, so eine rosa Jacke mit so einem Kragen und ja, so einem Stoff, ich weiß nicht, wie nennt man sowas. Ja, auf jeden Fall so eine selbstgenähte Jacke und innen sind so kleine Rehkitz hier mit so einer, mit so einem Knopf und dann kann man die bestimmt auch umdrehen. Voll süß. Ich habe jetzt gedacht, die hat eine Kapuze, aber ist nicht schlimm. So, dann geht's weiter. Einmal ein Overall von H&M. Das kennen schon viele, also diese Art von Overalls. Der ist, wie gesagt, von H&M, Größe 56. Und eben so ein Maritim, also einmal dunkelblau und dann mit Ankern drauf. Richtig schön. Gefällt mir auch sehr gut. Und der Mütze ist auch sehr maritim mit so kleinen Schiffchen und so. Total süß. Und dann, was hier noch drin liegt, ist eine Jacke, so eine rosa Jacke von Antics Family, ja, also eine ganz normale Strickjacke. Dann geht's weiter mit dem nächsten, das mittelgroße. Einfach mal hier den Rand auf. So. Ich hoffe ja, in dem unteren sind meine Lieblingssachen drin. Ich bin gespannt. Oh, ein Riesenpaket wartet hier auf uns. Es ist wirklich bis oben hin voll und sieht sehr grün aus. Sagen wir es mal so, sehr grün. Einmal haben wir hier ein Kurzarmbody mit Sonnenblüten drauf. Von NC Swimming Größe 56. Ach, richtig süß, oder? Ganz kleiner Body. Dann haben wir hier einen selbstgenähten Pullover mit so, ich weiß nicht, was auch immer das sein soll, aber auch in Größe 56, total süß, die eben selbstgenäht. Sehr, sehr süß. Dann haben wir passend zum selbstgenähten Pullover so ein H&M-Body hier, so in grün. Der ist in 56, auch total süß, finde ich. Richtig schöne Farbe, kenne ich so von H&M gar nicht, solche Farbmuster. Dann haben wir ein Strampler. Oh, der ist auch süß. Von NSX Family in 56 mit so einem Auto. Sonst schlicht blau. Total süß. Dann haben wir ein Spieler, würde ich sagen. In 56 mit so Walen, Haien und so drauf. Einfach so ein kurzer Spieler. Dann haben wir ein Body von H&M in Größe 56. Ein Wickelbody ist das. Ziemlich neutral in Grau. Dann steht hier noch Ops. Auch total süß. Dann noch ein Body. Oh, der ist aber süß und der ist so weich. Ein weißen Body mit blauen Sternchen. Von C&A in Größe 50. Auch richtig ultra sweet, oder? Also der gefällt mir richtig gut und der ist richtig weich. Und das ist auch wirklich eine richtige 50, richtig mini. Dann geht's weiter. Haben wir hier einen Body wieder.
Der ist von Antics Family in Größe 56. Stay cool mit so kleinen, coolen Dinosauriern mit Sonnenbrille auf. Also auch richtig, richtig cool. Dann haben wir einen Strampler mit Pluto drauf in Größe 50. Achso, da gehört der Body drunter. Da gehört der Body drunter. Pluto in 50. Wie gesagt, gehört da eben dieser Body hier drunter dann. Dann haben wir ein Body, ein Wickelbody in Weiß in 56 von H&M. Ganz schlicht weiß. Dann haben wir einen Body, den habe ich schon. mit so Bananen drauf. Ich finde den einfach so toll. In 56. Der ist ja wohl Oberhammer, oder? Ich liebe den einfach. So, und dann haben wir noch einen Body, den habe ich auch schon. Auch von H&M. Der ist so richtig schön farbenfroh und bunt. Und der ist auch in 56. Und dann haben wir noch das letzte. Gehört zusammen einmal dieser Pullover hier. Auch richtig süß. So Schiffchen und so ein bisschen maritim. So ein dünner Pullover in 56 von C&A das Ganze. Und dann noch gehört dazu diese ultra süße Latzhose. Die ist hier mal richtig süß. Mit einem kleinen Bär drauf und so. Richtig cool einfach. Also auch so ein bisschen verwaschen und so. Total cool mit so einer kleinen Tasche hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann geht schon an das letzte Paket. Das größte. Schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe ja, dass es die Sachen sind, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Und das teuerste. Der Rest waren immer so 15 Euro Beträge. Und einmal habe ich 40 Euro bezahlt. Bin gespannt, ob es dieses Paket hier ist. So, und mit Liebe verpackt erreicht uns hier direkt so ein kleiner Sticker mit Liebe verpackt. Richtig, richtig süß. Also da schon mal Lob, dass man das nicht einfach alles in einen Karton schmeißt, sondern das ist richtig cool. Oh, das ist so, oh mein Gott, wie süß. Alter, wie krass. Ich liebe solche Leute, ne? Ich liebe solche Leute. Also einmal natürlich hier das, was ihr gerade gesehen habt. Und dann ist das Ganze einfach nochmal extra eingepackt. Leute, oh mein Gott, ich liebe sowas. Ich liebe sowas einfach. Dass die Leute einfach so viel Liebe reinstecken, wenn die es einfach nur verpacken. Da muss ich auf jeden Fall gleich Danke sagen. Aber das ist, glaube ich, genau, das ist das Paket, wofür ich 40 Euro bezahlt habe. Also wirklich das größte Paket und wo ich mich auch am meisten drauf freue, weil das einfach so coole Sachen sind. Also, aber ich zeige euch das einfach mal alles. Dann fangen an hier. Das erste ist so ein Set. Das hat sie so zusammengebunden. So ein kleines Päckchen. Ich weiß nicht, ob das auch so zusammengehört. Und hier ist so ein Schild drin. Danke und liebe Grüße. Richtig süß, oder? Oh. Und alles so liebevoll eingepackt. Wirklich ein Traum. Also solche Leute, da kauft man dann auch gerne, ne? Das ist einfach, die bekommt eine richtig gute Bewertung. Bei meinem Kreisel kann man die Leute ja bewerten. Und die bekommt eine richtig, richtig gute Bewertung von mir, weil das ist wirklich Hammer. Ups. So, aber hier haben wir drinnen ein Body von H&M ist der. Richtig schön, oder? Richtig schön. In 56, also echt ein richtig, richtig schöner Body. Richtig süß, so grau. So blau und dann schlicht schön. Und dazu so eine Latzhose. So eine wollte ich unbedingt schon haben. Die ist so süß, oder? So eine süße Latzhose in so einem Grau. Richtig, richtig süß. Auch in 56, denke, das ist so ein Set, was zusammengehört. Ultra süß. Wirklich echt ein Traum. So, dann haben wir das nächste. Ein Jäckchen, so ein kleines Strickjäckchen. Finde ich auch total süß, so was Dünnes, aber Kleines und Feines von Name It in Größe 50. Da, und da einfach so süß, oder? Ganz kleines, dünnes Jäckchen. Fand ich wirklich süß. Dann haben wir noch ein dünnes Jäckchen, auch von Name It in Größe 50. So ein Strickjäckchen, auch ultra süß. Diesen Knöpfchen wieder. Richtig, richtig süß. Ach so,
Und hier sind so kleine Sterne reingestickt. Seht ihr das? Ich glaube, ihr seht das nicht, aber da sind immer so kleine Sterne reingestickt. Total süß. Was, auf was man alles achtet. Dann haben wir hier noch ein großes Set. Ein großes Set, was sie zusammengebunden hat. Und zwar ein Body-Paket. Also bin auf sie gestoßen, weil sie sehr viele Bodies hatte in so günstigen Paketen. Und dann musste ich da einfach zuschlagen. Und das erste Set haben wir hier mit so ein bisschen Jungs-Bodies. Größe 56 ist es, glaube ich, alles. Einmal so ein blauer, den habe ich jetzt schon viermal. So ein blau-weiß gestreift. Habe ich, wie gesagt, jetzt schon viermal, glaube ich. Dann haben wir noch ein ganz dunkelblau. Einfach so ganz schlicht dunkelblau. Dann einen braun gestreift. Auch ein 56, braun gestreift, natürlich alles Wickelbodies. Finde ich super praktisch immer. Dann haben wir einen braun dazugehörenden. Einfach ganz braun. Auch richtig süß und total schlicht. Richtig schön. Diese Haufen hier. Dann haben wir einen grün-weiß, den habe ich auch schon tausendmal gehabt. Grün-weiß gestreift. Und einen grauen. Dann richtig schön. Schönes Grau. So ein Grau meliert ist das. Richtig schön schlicht. Schön und einfach und super süß. So, dann haben wir das nächste Bodyset. Oh. Eigentlich habe ich die in 50 gekauft, dieses Bodyset hier. Also weiße Bodies von H&M in Größe 50. Aber das wurde ganz knapp vor meiner Nase weggekauft. Und deswegen hat sie mir die in 56 eingepackt. Finde ich aber auch total in Ordnung. Einfach weiße H&M Wickelbodies. Einmal in 56 hier. Noch einmal den gleichen. Dann einen nicht als Wickelbody, also einen ganz normalen. Der ist auch in 56, also einen ganz normalen weißen Body. Und das letzte ist noch ein ganz schlichter H&M Body, auch in weiß wieder, also 2x2 das gleiche. So, einmal Platz schaffen hier, weil wir haben noch ein super süßes Set. Dieses Set, ich glaube, da bin ich auf sie gekommen, weil ich habe diese Bodies bei einer Rebornerin gesehen. Und sie hat diese Bodies Chase angezogen. Chase von Bonnie Brown, diesen Bausatz. Und ich fand die so süß, die Bodies. Und dann habe ich sie bei Mami Kreisel entdeckt. Und dachte mir, oh, das musst du kaufen. Auch wenn dieses Set, was ich euch jetzt zeige, dieses kleine Set 10 Euro kostet hat. Ich musste es einfach kaufen. Das ist einmal dieser Body hier. Schwarz-weiß gestreift. In Größe 50. Also wirklich richtig, richtig mini. Aber total süß. Und dann noch ein Body in Größe 50. Das ist so ein Set mit so einem Peace-Zeichen drauf. Schwarz und mit so einem weißen Peace-Zeichen. Und dann die ganz bekannte Latzhose von H&M. Die kennen ja wirklich auch ganz, ganz viele. Auch in Größe 50, also passend dazu. Kann man sehr gut kombinieren, denke ich. Die ist auch so weich und so schön. Einfach Liebe. Das ist wirklich Liebe. Ich weiß nicht, wie man sich in Klamotten verlieben kann, aber ich kann es. So, und dann haben wir das letzte. Wieder ein Bodyset in 56 von H&M und zwar in Grau. Und damit haben wir offiziell genug Bodies für mein Baby. Einmal in Grau, wie gesagt. Achso. Dann haben wir einmal Grau-Weiß, auch in 56. Grau-Weiß gestreift. Auch total süß. Und noch einmal weiß, komplett weiß. Und noch ein komplett grau. Also dieses grau melierte. Ja, damit haben wir jetzt, glaube ich. Dann haben wir jetzt endlich gültig genug Bodies. Und ich hoffe, das reicht auch. So, und dann war es auch. Das war alles, was wir in diesen drei Paketen jetzt gefunden haben. Es ist eine Menge Geld, aber ich würde sagen, es ist eine Menge Zeug und eine Menge Geld. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen, mir zuzugucken beim Unboxing-Haul
Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!